und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute soll es mal um meine Sammlung gehen, nämlich um meine Sammlung Teil 3, die sich ja seit Teil 2 und 1 ziemlich verdoppelt hat, würde ich mal meinen. Es gibt ja einige neue lustige Taschenbücher, die ich jetzt ja auch bekommen habe, wo ich auch immer noch sehr stolz darauf bin. Und ich habe auch jetzt mittlerweile auch alles sortiert, wozu man mir auch noch geraten hat. Und ja, ich beginne dann mal mit dem ganzen neuen Stuff. Also erstmal möchte ich euch hier zeigen. Ich bin jetzt perfekt umgezogen. Hier sehen wir ein Poster, was ich aus einem Sonderheftmagazin bekomme von dem lieben Enti. Und ja, sie hängt hier ganz schön gut über meinem Bett, würde ich mal sagen. Ne? Also meiner Couch sozusagen. Aber jetzt kommen wir zu einem auch noch ganz großen anderen Highlight. Nämlich habe ich hier von David hier einige Bücher geschickt bekommen. Und die habe ich jetzt auch alle der Reihe nach sortiert. Nach Nummer und Zahl. Damit ihr das auch sehen könnt. Auf jeden Fall ist da sehr viel bei. Auch einiges habe ich auch jetzt doppelt. Ein paar Sachen verschenke ich ja an die LTB-Gruppe. Die ich nicht mehr brauche. Zum Beispiel davon hatte ich ja 3 Stück. Habe ich jetzt eins auch schon verschenkt. Das hatte ich tatsächlich auch noch gar nicht. Auch sehr, sehr nett. Ich muss auch aufpassen, dass hier nicht mal alles runterfällt. Hier oben sind dann meine ganzen Zweitauflagen vorhanden. Hier könnt ihr ja auch sehen, meine ganzen Zweitauflagen. Und hier habe ich auch wieder einige von bekommen. Tatsächlich den Teil hier auch noch, auch von David hier bekommen. Einige hatte ich auch schon vorher. Ich habe, wie gesagt, schon über die Hälfte meiner Sachen aus meiner Sammlung schon alle durchgelesen. Jetzt habe ich ja ganz viel Neues bekommen. Zum Beispiel hier Goldene Träume war auch eine sehr, sehr gute Auflage. Zweitauflage und die Geschichten darin fand ich auch wirklich sehr zu empfehlen. Generell, manche LTBs sind einfach so in den Kopf geblieben, die ich einfach als was Besonderes empfinde. Und dann hier hätten wir ein paar Mammut-Comics, die ich auch bekommen habe vom lieben David. Und die habe ich auch der Reihe nach sortiert. Band 1, 2, 5, 12, 67, 68, 63, 72, 74. Das ist zwar Band 6, aber weil das Cover so ganz anders aussieht und 500 draufsteht, habe ich es einfach mal jetzt mal hier oben gepackt. Und ja, langsam geht auch mir mein Platz zu Neige, weil ihr seht, hier ist ja jetzt alles voll. Aber wenn ich jetzt rüber zu meiner Sammlung gehe, also zu meiner, wo meine ganzen Sachen sind, da ist auch schon fast alles voll. Ihr seht, ich habe ein bisschen was umstrukturiert, verändert. Hier, wie gesagt, ist eigentlich alles soweit gleich geblieben. Mit den Ultimate-Teilen habe ich keinen neuen mir geholt oder bekommen. Einfach, weil ich gerade keine wirkliche Lust habe oder Motivation habe, mir jetzt einen neuen Ultimate-Teil zu holen. Ja, muss man nicht verstehen. Habe ich hier noch meine 50 Jahre Fan Edition, wo ich auch gerade ein Projekt mitmache mit dem David. Und hier hätten wir auch mein LTB-Sonderband Ostern auch. Hier hat sich nichts verändert, wirklich großartig. Und hier, ja, habe ich die Sachen, die ich an die LTB-Gruppe verschenke, hier, damit ihr es auch nochmal sehen könnt. Da kommt jetzt große Schau, glorreiche Gänsegarde, Rewe Sammel Edition und Donald Duck. Kleinen Mickey Mouse Heft. Stellen wir mal dahin alles ab. Und hier hätten wir auch wieder was sich auch nicht wirklich groß verändert hat, nämlich hätten wir hier die Galaxy-Reihe auch wieder, die ich wirklich auch sehr zu empfehlen finde und ich auch wirklich ganz toll fand. Dann direkt daneben haben wir direkt ein paar neue drei Hardcover. Die zwei hatte ich auch schon in der letzten Sammlung. Aber die hier ist neu hinzugekommen, die habe ich durch den Abo als Prämie bekommen. Habe ich auch schon zur Hälfte durch. Und ist bislang relativ spannend. Also Hardcover kann man sich immer gratis wünschen und holen. Hier auch alles gleich geblieben. Hier an den Teilen hat sich ja nicht viel großartig verändert. Aber was sich großartig verändert hat, ist, dass ich ja ein Paket von dem Enti erhalten habe. Und dass ich hier auch noch einige neue Sachen aus meiner Gruppe bekommen habe. Zum einen hätten wir die Briefmarken-Collection, die ich auch vom David bekommen habe. Auch ganz, ganz cool, wie ich finde. Das habe ich aber noch nicht gelesen, weil ich gerade ein bisschen verwirrt bin, was ich genau lesen soll. Ich habe gerade mit den Mammut-Comics angefangen und werde das hier mal so zwischendurch lesen. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie das sein wird. Aber Design her auch ganz cool. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was die Briefmarken-Collection ist. Also da könnt ihr mich ja ganz gerne aufklären. Habe auch schon gegoogelt und da habe ich auch jetzt nichts wirklich gefunden. Nur irgendwie habe ich davon auch nichts auf der physischen Webseite gesehen. Wenn da doch was drüber steht, dann könnt ihr mich ja gerne darauf hinweisen. So, dann hätten wir hier hinten ein bisschen umstrukturiert, habe ich hier die Jumbo-Comics, ein bisschen kaputt leider, die sind auch ganz schön alt hier hinzugefügt. Und dann habe ich hier, von dem lieben Enti hier die Box. Von dem lieben Enti habe ich jetzt hier auch
Wo ich auch im letzten Video das Unboxing auch gemacht habe, habe ich hier die Box mittlerweile aufgebaut. Beziehungsweise nicht ich, sondern mein Vater, weil ich zu inkompetent dafür war. Und hier habe ich auch die Disney-beste Comics. Ich habe auch schon ein paar davon durch. Den ersten und den zweiten Teil habe ich schon durch. Dann habe ich jetzt auch noch den dritten einmal kurz angefangen. Also beziehungsweise ich kann den dritten noch nicht lesen, weil der geklebt wurde. Deswegen mache ich jetzt nichts mit dem vierten Teil weiter. Und habe auch schon sonst, in der Zeit, wo so viel vergangen ist, auch schon noch andere viele Bücher gelesen, wie die neuesten. Deswegen ist es so ein Mischmasch, was ich lese. Also einiges habe ich ja hier schon durchgelesen. Von dem Lame Anti auch. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hier habe ich auch eine Box von bekommen, auch von ihm. Die ist auch wirklich, auch wie gesagt, sehr, sehr schön. Und direkt dann hier hinten hätten wir auch was vielleicht neu hinzugekommen, ist hier Karl Barks Klassik 11, habe ich mir auch irgendwann mal zugelegt. Dann hätten wir Spezial 52, Maus Edition 13, die ganz anderen Bücher. Aber ihr wisst ja schon, wie ich das hier alles einsortiert habe. Dann hier ganz unten, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ich mache mal kurz den Blitz an. Hier sehen wir, das ist so ein bisschen Krimskrams hier unten. Ich weiß noch nicht wo ganz, wo ich die ganzen Sachen hinlegen soll. Deswegen habe ich sie erstmal hier unten verfrachtet. Hier ist auch alles eigentlich relativ sortiert. Hier sind ein paar englische DuckTales-Comics bei. Ja, das ist ein ganz altes Taschenbuch. Ich weiß auch, welches das ist. Nur, ja, das ist ein bisschen kaputt. Deswegen habe ich das mal nach hier unten verfrachtet. Krimskrams. Hier habe ich auch ein paar Mickey Mouse Taschenbuchhefte auch hier von Anti und David bekommen. Ein ganzer Mischmascher hier auf jeden Fall von Sachen. Auch vom Gratis Comic Day habe ich hier unten noch ein paar Dinge. Und was ich auch noch nicht gezeigt habe, auch schon, was ich eigentlich auch schon im Unboxing gezeigt habe, dass ich ja noch Kalender von 1994 auch noch von Anti bekommen hatte. Und hier ist auch noch das Disney Mini Comics von David. Also ich benenne schon alle hier bei Namen, weil ja, ich habe nicht immer alles selbst 100% bezahlt oder geholt. Mini Nutella, von denen habe ich ja auch schon eins durch. Auch lustig, wie lustig es klingt. Ja, hier unten ist einfach nur Switch, Zock, Sammelsurium. Aber darum soll es hier nicht gehen. Dann hier seht ihr, hat sich ein bisschen was verändert. Wie kurz ich den Blitz kurz ausmachen darf. Hier sehen wir, ich habe die Bücher hier, Taschenbücher alle sortiert, nach Nummern und LTB mittlerweile. Hier hinter beginnt es ab LTB 4, 11, 15, 23 und dann endet es halt bei 457. Ja, leider habe ich nicht genug Platz, weil deswegen musste ich das hier nach hinten machen, verfrachten. Allerdings habe ich auch jetzt einige LTBs wiedergefunden, die ich auch damals auch mal gesucht habe, irgendwie verloren hatte. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mehrere auch jetzt mittlerweile doppelt habe. Hier zum Beispiel LTB. Boah, was ist das denn? LTB. Ne, das war in der anderen. Ja, jetzt schon wieder vergesse ich nicht wieder. Ich glaube, das war ein 400er. So, und dann hätten wir hier die ganz, ganz alten Erstauflagen. Und ich habe tatsächlich einige Erstausgaben von David bekommen. Also erstmal haben wir hier die Nummer 2. Wenn mein Tisch mal hier kurz weg könnte, weil der mich gerade ganz schön nervt. Hier hätten wir die Nummer 2, ist zwar nicht in der Erstauflage, aber hey, mir ist es egal, ob Erstauflage oder nicht. Ich freue mich natürlich, wenn es eine ist, aber ich freue mich auch, wenn es keine ist, weil ich bin einer, der liest einfach gerne. Natürlich selten halt auch schön und gut, aber ich lese halt am meisten gerne. Aber das ist tatsächlich das Älteste, was ich je bekommen habe und es ist auch wirklich ein tolles Gefühl, wenn man auch die älteren Bücher aus dem richtig 18., 19. Jahrhundert in den Händen hält. Was sage ich 18. Jahrhundert? Ich meinte 19. Jahrhundert. Der erste kam ja 1967. Und das zweite ist ja also Hallo hier Mickey. Und danach, ja, käme ja wieder Reihe nach auch hier Donald, der König des Wilden Westens. Allerdings ist hier so eine Doppelironie, denn ich hatte ja mal ein Video gemacht über Dagobert's große Schau, meine Originalausgabe. Und das und Erstauflage, aber das war ja keine. Und jetzt seht ihr den Witz. Das ist jetzt wirklich Schicksal, dass das passiert ist. Nämlich, das hier ist das, was ich in der LCB-Gruppe verlose und was auch nicht in der Erstauflage, auch nicht die Erstauflage ist, sondern eine zweite oder was nicht die Erstauflage ist, wie man hier hinten sieht. Das kam 1980 raus. Und es ist 1981, 82. Und dann, aus Doppelironie, habe ich hier mal reingeguckt, ne? 1980. Und jetzt einen weiteren Indiz dafür. Ganz hier hinten sehen wir, wenn das mal hier, ich muss hier wirklich ganz gut drauf aufpassen. Hier hinten sehen wir auch, ist das erste, was rauskam zu seiner Zeit.
wirklich sehr, sehr schön. Darauf muss ich ganz gut aufpassen, dann werde ich auch. Dann habe ich sogar noch ein paar Erstauflagen gefunden, aber welches genau war, ja gut, habe ich vergessen. Gucke ich später mal wieder nach. Gut, aber das wollte ich auch nochmal so grob zeigen hier, ne? Und dann habe ich hier noch, wie ihr seht, ein kleines Maskottchen auch noch von David bekommen. Jetzt habe ich meine allererste Figur, weil ich habe bislang noch gar keine Disney-Figuren. Ich habe wirklich noch keine, das ist meine erste und die sieht wirklich schön aus. Also ich mag die. Die sieht wirklich hübsch aus und ist auf jeden Fall nett anzusehen. Das ist ein neues Maskottchen für meinen Kanal. Stelle ich mir meistens immer hier hin, da sieht das Ganze optisch auch ein bisschen besser aus. Und dann sehen wir, hier hat sich auch ein bisschen was getan. Hier sehen wir auch alles sortiert. Nach LTB-Nummer. Und jetzt werdet ihr sehen, jetzt fällt das alles auch noch um. Hier werdet ihr sehen, ich habe LTB 469 doppelt. Was ich damit mache, ob ich es verkaufe oder doch lieber verschenke, weiß ich noch gar nicht. Also ich habe ja jetzt hier einige doppelt, aber ich häufige wieder an, um sie dann auch wieder vielleicht zu verschenken. An die LTB-Gruppe mal gucken. Am besten immer vier, ne? Oder wenn mal jemand etwas braucht, ne? Helfe ich da auch ganz gerne aus. Und ja, hier sehen wir auch Highlight 500er Jubiläumsausgabe. Ist für mich ein Highlight. Und wie ihr seht, ich habe LTB 544 Rezession das schon gemacht, schon durchgelesen. Aber hier zur Mission Galaxis hatte ich euch ja gesagt, ich mache eine Rezension dazu. Ich habe das Buch auch schon längst durchgelesen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich eine Rezension dazu nötig ist oder ob ich die machen sollte. Weil erstens ist es nicht mehr aktuell. Zweitens hat der liebe Enti schon auf der Fieseschweif-Seite dazu eine Rezension gemacht und die ist ja auch schon relativ gut gelungen. Da könnte ich ja eigentlich auch abschreiben, das wäre ja auch nicht so der Sinn. So, und ich habe auch jetzt zur Zeit wirklich nicht, ich habe auch wirklich jetzt nicht die Zeit, um jetzt jeden Tag eine Rezension zu machen, weil ihr müsst verstehen, die Rezension zu LTB 544 hat mich ganz schön viel Arbeit gekostet. Ich musste circa 7 bis 8 Seiten schreiben und dann noch das YouTube-Video dazu aufnehmen, dann eben noch die Bearbeitung und das kann man nicht mal einfach eben so machen. Da sitzt man locker, keine Ahnung, 3 Stunden dran. Ich habe da jetzt, keine Ahnung, 4 Stunden oder so dran gesessen. Ohne Scherz. Um alles fertig zu kriegen und ich weiß ja nicht, ob das für Mission Galaxis noch so nötig ist. Also wenn die Mehrheit dafür ist, dann werde ich es irgendwann mal bei Zeiten vielleicht machen. Aber geplant ist es in letzter Zeit nicht. Weil es soll ja auch nächste Woche ein neues Was-wäre-wenn-YouTube-Video kommen. Habe ich auch jemanden versprochen und ist auch wieder ganz dringend nötig. Dann soll ja auch irgendwann wieder ein Quiz kommen. Und die Rezension zu LTB 545 soll ja auch noch kommen, aber das bei Zeiten. Und das wollte ich euch nur mal so eben so sagen. Also ich kann ja gerne mal meine Meinung zu LTB 543 in einem Video machen, aber nicht als Rezension, weil das ist eine Menge Arbeit und das ist wirklich eine Menge Arbeit. Aber ich werde generell eine Rezension zum Buchrücken 2021 machen, auf jeden Fall. Da könnt ihr euch wirklich sicher sein. Das wird dann zwar ein Haufen Arbeit werden, aber ich werde dann wahrscheinlich pro LTB ein oder zwei Geschichten durchgehen von 2021. Weil ich habe ja jetzt schon auch alle hier durch. Tatsächlich habe ich ja alle, die hier seht, schon durch. Außer eins, LTB 506. Das habe ich zur Hälfte durch, aber ihr wisst, ich habe ziemlich viel zu tun jetzt mit Lesen. Und also ich lese wirklich gerne, aber den ganzen Tag durchgehend lesen ist ja auch nicht wirklich das Wahre. Doch, nee, Spaß, aber ich lese so 2-3 Stunden am Tag. 1 bis 3 Stunden am Tag ist ja immer machbar so. Und ja, gibt halt eigentlich nicht sehr viel Neues hier zu erzählen. Ich habe ja, wie gesagt, die Großteil meiner Sammlung hat sich verdoppelt. Dank Davids und Antis Hilfe, die mir ihre doppelten Comics verschenkt haben. Hier die Box hier zum Beispiel. Oder hier auch noch, ein LTB auch noch von Anti bekommen. Ich wollte schon wieder Antiana sagen. Uff, ich muss mich ja dran gewöhnen. Dann hätten wir hier drüben noch... Wo war denn das LTB? Jetzt sag nicht, ich hab's verlegt. Ich habe alles sortiert und weiß trotzdem nicht, wo alles ist. Okay, 451, 452, 57. Dann wird das wahrscheinlich hier oben sein. Dann wird das wahrscheinlich hier oben sein, garantiert. 400... Doch, 459. Der Fluch der Farben, den habe ich mir tatsächlich auch schon lange gewünscht, tatsächlich. Das habe ich den auch bekommen. In Blau, meine Lieblingsfarbe, ich habe ja auch schon erwähnt. Und... ja, ich habe es tatsächlich auch noch nicht lesen können, zeitlich gesehen.
weil ich ja jetzt immer ein Mischmasch mache, was ich lese. Aber ich habe mir das definitiv vorgenommen, noch zu lesen. Eigentlich bis zu meinem Geburtstag ja noch. Aber es ist wirklich sehr, sehr viel, was ich zu lesen habe. Und kann ich wirklich nicht allem so gerecht werden. Mickey Mouse. Was sagst du dazu, Mickey Mouse? Arsch rein. Boah Gott, Kamera fixieren. Eine wirklich ausgreifende Sammlung würde ich das mal nennen. Also, das hier ist sehr, sehr gut gelungen. Also. Ja, Mickey. Nee, nee, wirklich. Ich habe wirklich die Idee, Mickey zu einem Maskottchen zu machen. Und dann bei Zeiten, wenn ich herausgefunden habe, wie das funktioniert, dann so eine kleine Zitate-Ecke für Mickey Mouse zu machen. Beziehungsweise, wo er alles zusammenfasst am Ende des Videos und dann so sagt: So, meine Lieben, und so, bla, bla, bla. Das wäre ja ziemlich lustig, finde ich. Also, ich bin ziemlich gut gelaunt, seit Tagen noch, weil ich habe lustige Taschenbücher, mein Leben ist gut und einfach alles ist toll. Ich habe auch noch die Karten von Anti und David, die auch noch liegen, weil die werfe ich nicht weg. Hört sich zwar ein bisschen doof an, aber ich werfe die nicht weg. Habe ich die auch noch mal liegen, kann ich auch noch mal ganz gut zeigen. Hier auch noch vom David. Ganz schön viel Mühe gegeben bei der Zeichnung tatsächlich, die gefällt mir sehr. Und ja, die behalte ich natürlich. Ich hatte zu Beginn die eine Karte verloren, also die hier. Ich hatte die dann auch im Video weggelegt, danach habe ich sie nicht wiedergefunden. Danach habe ich den halben bis ganzen Tag danach gesucht, ne? Und wo am Ende war sie? Zwischen. Ich zeige euch jetzt mal, wo die war. Die war zwischen den hier. Einfach hier so mal eben so zwischendrin. Nachdem ich gestern alles umgeräumt habe und sortiert habe. Das war eine Heidenarbeit, das alles hier so zu sortieren. Aber es sieht auch optisch gesehen auch ganz gut aus. Also, ihr seht, ich habe nicht mehr viel Platz, was das alles betrifft. Natürlich habe ich spezifisch Regal, weil dieser Regal ist hier nur für Erstauflagen gedacht. Und das hier für ältere LTBs. Hier sind die Zweitauflagen. Also, ich werde mir definitiv noch ein Regal bauen. Dasselbe dieser Art. Selber bauen aber, weil ich mal Lust drauf habe. Und dann dort hängen. Und ja, in Zukunft, wenn ich dann wieder ein Regal brauche, keine Ahnung, kann ich mir noch irgendeins dort hinhängen oder dort. Und wenn ich dann Probleme kriege, dann, ja, keine Ahnung, baue ich mir dort unten so etwas hin. Sollte ja irgendwie machbar sein. Und ja, hier wie gesagt, für das Poster werde ich auch noch einen Rahmen demnächst holen, aber alles zu seiner Zeit würde ich auch mal behaupten. Ein Rahmen wird für dieses Poster definitiv noch kommen, aber derzeit erst mit Kleber gemacht, weil das sieht wirklich schön aus auch. Gefällt mir. Nicht in jedem ist was dabei. Und das Lustige ist, von dem, ich kann es ja auch noch mal eben zeigen. Oh Gott, ich muss meine Kamera mal kurz eben, kurz, Entschuldigung, dahin tue. Nämlich habe ich ja von David ja einige DuckTales bekommen, Hefter bekommen. Und jetzt das Positive daran ist, ich bin ja nicht wirklich der Beste in Englisch. Also ich stehe zwischen 3 und 4 so. Bin ich ganz ehrlich. Und das Lustige ist, es ist auf Englisch. Also hier kann man sich auch definitiv an Englisch üben, auf jeden Fall. Werde ich auch. Ist ein guter Englischversuch. Und ja, ich wollte DuckTales lesen, jetzt habe ich DuckTales in Englisch bekommen. So ein bisschen lustig. Aber ja, ich freue mich wirklich. Definitiv, weil ich auch jetzt besser dadurch ein bisschen Englisch lernen kann. Ne? Und ich freue mich einfach generell über die Unterstützung von so einigen Menschen, weil es gibt wirklich nicht viele nette Leute auf dieser Welt. Besonders, weil ich so an so vielen falschen Leuten geraten bin in letzter Zeit auch. Und ja, Sandan und David wissen, welche sie damit gemeint sind. Nur mal kurz zusammenzufassen, ich möchte jetzt hier nicht die Namen nennen, weil sonst gibt es auf Discord wieder, keine Ahnung, Stress oder so, wo ich gar keinen Bock jetzt gerade. Und eigentlich war es das jetzt auch eigentlich großartig, wie ihr sehen könnt. Alles Neue und Alte habe ich euch ja gezeigt. Ich werde ja, wie gesagt, immer meine Sammlung updaten, aber dann noch, wenn es wirklich nötig ist, weil genau an demselben Tag, wo ich meine Sammlung gezeigt habe, von Teil 2, ist auch von Enti das Paket bekommen. Und dann ist das hier angekommen. Das ist tatsächlich der größte Highlight gewesen. Ich freue mich natürlich über alles. Einiges war auch ein bisschen kaputt. Da konnte ich das aber noch retten und kleben. Das definitiv wieder ganz gut lesbar ist. Also mir ist es halt wie gesagt egal, immer wenn ob ich was Kaputtes oder nicht Kaputtes bekomme, weil Hauptsache man kann es lesen und das ist mir wichtig. Und ich habe selber einige kaputte und selbst das hier habe ich nicht übers Herz gebracht wegzuschmeißen, einfach weil die Geschichten gut sind. Ich meine nur die, ja gut, es ist ein bisschen kaputt, wow. Aber ich schmeiße so etwas nicht weg, ich kann es nicht über mein Herz bringen, weil das ist das einzigste Verbleibende, was ich noch von LTB, warte, ich rate mal, ich rate mal, ich weiß wirklich, was es ist.
LTB 452. Denke ich, ist LTB 452. Ja, LTB 452. Top. LTB 452. Oh, warte, ist da noch alle gegen einen bei? Ist es wirklich LTB 452? Boah. Alle gegen ein. Puh, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Hier ist nicht die Geschichte von alle gegen ein. Von alle gegen ein drin. Also wird es nicht 452 sein. Egal. Ich sehe, was ich sehe. Legen wir wieder nach unten hin und. Ja, meine Arc-Augen verstanden. Ich werde euch mal kurz meine Sortierung erzählen. Natürlich alles der Reihe und Nummer nach, LTB-Nummer nach. Und dann hier kommen ganze. Hier kommen die Ultimate-Teile und Sondereditions rein. Alles, was Sonder heißt, Nebenreihen sind, kommt dorthin. Dasselbe auch mit hier. Und dann hier kommt die chronologische Reihenfolge rein, der neueren. Und hier auch chronologisch. Da kommen dann die Erstauflagen rein. Da kommt der ganze Krimskrams rein, wo ich nicht weiß, wo es hinkommt. Aber ich werde dazu noch einen Platz finden. Dann hier habe ich mir überlegt, kommen einfach die ganz kleinen rein. Da brauche ich auch noch ein nächstes Regal. Hier in Mammut Comics passen hier ganz gut rein, finde ich. Und hier kommen die Zweitauflagen rein, wovon ich ja auch noch nicht so viele habe. Ein paar habe ich ja in der Vergangenheit bekommen. Und ja, und somit wünsche ich euch eigentlich noch einen schönen Tag. Also ich zeige euch nochmal kurz hier mein Stativ, mit dem ich immer aufnehme. Aus Lego gebaut, ganz gerne nochmal. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oh, wait, schon wieder. Tut mir leid. Ich habe meine LTBs übrigens gezählt. Der Stand, der 2. April, ist 266, habe ich. Und jetzt bin ich glücklich. Und jetzt wünsche ich euch aber einen schönen Tag. Und einen schönen 2. April. Und wünsche euch noch einen schönen Karfreitag. Und somit verabschiede ich mich und ciao.